Bonfire. Der König der wilden Jagd reiste mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfar zwischen den Welten. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir sind wieder auf Skellige, weil wir ja den Sonnenstein finden müssen. Und eigentlich wissen wir schon ungefähr, wo er ist. Wir müssen dort bloß hinreisen. Hatten wir in der letzten Folge ein paar Faustkämpfe gemacht. Ja, der letzte Faustkampf ist jetzt gegen den Meister. Da ist irgendwie so ein Geist und wir sollen noch was finden, aber das war mir zu schlecht, weil das ist ab Level 14. Wir sind doppelt so hoch. Ja, das ist keine Herausforderung mehr und deswegen mache ich es auch nicht. Und es ist ja jetzt auch nicht story-relevant. Gut, wir können ein bisschen boxen, wir sind der Meister, was weiß ich. Von Level 30 auf 40 zurück. Ne. So, und ich sehe gerade, da ist gar kein Schnellreisepunkt. Dann würde ich sagen, ich schnappe mir hier ein Bötchen. Und schippe einmal hier rum. So. Dann können wir die Fragezeichen hier vielleicht ein bisschen abklappern. Oder da durch, wenn das geht. Nicht Pause. Ich werde nie vergessen, was. Kommen wir unter Krachs Brücke durch? Wir kommen unter Krachs Brücke durch. Das ist super. Fahren wir da mit einem Bötchen hin. Da wartet denn die gute Philippa Eilhardt auf uns, die auch ihr Augenlicht wieder haben soll. Aber sie hatte noch eine Augenbinde vor letzte Folge. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Da muss schon praktisch sein, wenn man so Magier ist. Ja, man verliert sein Augenlicht. Schwupp! Die anderen Zauberer geben dir dein Augenlicht wieder, deine Augen wieder. Mit Augen sieht es auch viel besser aus als mit dieser ollen Binde. Alter, was geht denn jetzt ab? Kam da schon immer Wasser auf die Kamera, wenn man Boot gefahren ist? Das ist mir nie aufgefallen. Ich meine, ich habe jetzt keinen neuen... Wir sind jetzt in 8... Version 1.8.4, glaube ich. Oder 3, ich glaube 1.8.4 noch gar nicht installiert. Ich wüsste auch nicht, dass da jetzt irgendwie Änderungen oder so mit sind. Sind vielleicht wahrscheinlich bloß Bugfixes und so. Aber großartig Bugs sind mir an dem Spiel auch nicht aufgefallen, also... Nicht so wie bei Assassin's Creed Unity oder so. Also CD Projekt Red hat sich da echt Mühe gegeben, muss man ja mal sagen. Alter, geil. Wie viele das auch sind. Wo ist denn hier das Fragezeichen? Ach, da oben. Alles klar. Geralt, steig mal bitte ab. Bäm. Alter. Alter, wie viele das sind? Ja, unter Wasser habt ihr keine Chance, ihr sterbt ihr.
Kommen wir eigentlich runter bis auf den Meeresgrund? Sieht hier nämlich ziemlich tief aus. Ich tauche mal wieder hoch. Wir haben so schon kaum noch Leben. Luft meine ich. Fall eines weißen Wolfs. Weißer Wolf. Weiser, weißer Wolf. Die Worte des Weideles und der weise, weiße Wolf ersäuft. Wie noch mehr? Zieh dich. Wolfsleber. Wer versteckt eine Wolfsleber unter Wasser? Muss ich nicht verstehen. So, wo ist die letzte Truhe da vorne? Oder war das die... Fuck, das war die, die wir schon hatten. Dann holen wir uns die hier. Die Maritium-Erz. Kann man immer mal gebrauchen. Und hier sind die Sirenen wieder wunderschöne Frauen, ja? Mit großen Brüsten. Und wenn die fliegen, sind das hässliche Viecher. Da oben sieht man's. Total hässlich. Hier sind auch wieder so viele werden auf einmal. Naja. Jetzt haben wir nach 1000 Folgen mal wieder ein Fragezeichen abgeklappert. Ich hatte ja ursprünglich eigentlich vor, alle Fragezeichen zu holen, aber hier auf Skellige sind das echt so viele und im Wählen haben wir auch noch so viele. Nee. Das wird nix. Alte Gruft. Ja, das Boot können wir dann wohl vergessen. Außer wir kriegen das mit Art wieder zurückgeschleudert, aber das wird auch nichts. Einfach großartig. Hey, sieh dir das an. Sieht immer noch die Augenbinde. Gehen wir. Sie hat hier eigentlich so ein Schulmädchenzopf. Lässt du dir neue Augen wachsen wie Wilgefortz? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte, da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnst du wohl rein zufällig. Klar. Ich habe auch von einem reichen blinden Zwerg aus Mahakam gehört. Der hatte zwei riesige Rubine in den Augenhöhlen. Natürlich hat er damit nichts gesehen, aber angeblich sah es sehr geschmackvoll aus. Hm. Ich glaube, Gerard will sie ein bisschen ärgern. Hier gibt es anscheinend nichts. Außer Geister. Tote Geister? Ist auch geil. Tote Geister. Ich wusste gar nicht, dass Geister leben. Hab ich einen geilen Satz ausgedacht eben. Tote Geister. So, du gute Philippa, wo bist du? Hörst du? Ach, da chillt sie. Gibt's hier noch irgendwas? Guck mich gerne um. Ach, von hier kommen wir. Ach, sie hat hier gewartet auf mich, oder was? Eine Sirene. Hä? Was hat sie gesagt? Wie, ich bin nicht ihr Typ. Das finde ich jetzt aber gemein. Alter! Jetzt chillt mal, Leute!
So, Fräulein, jetzt. Halt. Hab ich dich. Friss ein Scheiß. Schwert, Junge. Hier, wow, Feuer. Sie wurde von Ertrunkenen beschützt. Mann, sind das viele. Hoffentlich willst du hier nicht im Aas rumfingern. Wir haben hier schließlich was vor. Ich auch. Ich muss meditieren. So. Ja, den noch. Und dann haben wir alles, was wir ausgerüstet haben, erstmal. Oh. Dass ich hier auch nicht weiter irgendwie ausbaue. Nein, warum denn? Oder hier, die Zeichenintensitäten erhöhen. Bisschen unüberlegt in letzter Zeit. Fällt mir auch früh auf. So, was haben wir denn hier Schönes? Gibt's hier versteckte Truhen? Erstmal alles zerstören. Geralt und seine Zerstörungswut. Niemand kann ihn aufhalten. Er ist der Hexer. Der Witcher. Wieso werden eigentlich einige gelb angezeigt von diesen komischen Stalagmiten und einige nicht? So, das ist jetzt der Sonnenstein, ja? Halt. Ich muss euch allen hier euer Zeugs klauen. Eine Muschel hat sie dabei, mehr nicht. Leck sie mir doch am Arsch. Ja, das reicht. Der Einladen kann stinken. Liegen, bleiben und stinken. Wo ist jetzt hier der Sonnenstein? Hier hat doch einer was vom Sonnenstein gesagt. Also, wie kommen wir da? Die Treppe. Ich repariere sie. Was will sie mit Augen? Sie kann doch sehen. Das ist aber eine sichere Treppe, Fräulein Eilhard. Gehen wir. Mir sind die Spannungen zwischen dir und Yennefer und Triss nicht entgangen. Das ist schwer für Ciri, glaube ich. Was? Manchmal frage ich mich, ob ihr drei wisst, wie das wirkt. Triss spielt Ciris große Schwester, wartet aber gierig auf eine Chance, mit dir ins Bett zu hüpfen. Du und Yennefer spielt die Eltern. Genau. Wenn du es also auf einen Fünfer abgesehen hast, da ist eindeutig kein Platz mehr. Oh, eine Kiste. Und eine fette Krabbspinne. Alter, meine Entdeckungs... Eine giftige Krabbspinne auch noch. Du Scheißvieh! Das ist gut. Halt. Insektoidenöl. Wo bist du? Das rote oder so? Nee, das gelbe. Das blaue. Scheißvieh. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn, burn, burn. Yeah. Und jetzt frisst das. Wie geil, dass sie hüpfen kann. Uah. Überlegen ja absolut, Raffatz, bla bla bla. Hab ich glaube noch gar nicht gebraut, ich weiß auch gar nicht, was das macht. So, versteckt der Schatz. Da liegt ein Tote. Aua! Aua! Fuck! Nein, nicht zum Hauptmenü. Fuck you, da kam Stacheln aus dem Boden. Uncool. Very uncool. Naja. Was willst du tun? Oh, mal gucken, ob ich jetzt das Spiel schaffe. Morgen muss ich wieder arbeiten, habe ich wieder keine Zeit aufzunehmen. Obwohl ich jetzt genug 1000 Folgen im Voraus habe, glaube ich, wenn ich die alle schneide. Also, heute haben wir den 20. und ich habe ja noch
Folgen, die ich weiß ich gar nicht mehr wann aufgenommen habe. Sind Folgen, die kurz nach wo ich die Bärenrüstung gefunden habe. Die werden gerade erst veröffentlicht. Und ja, in den letzten zwei Wochen habe ich glaube ich schon wieder aufgenommen. Gestern habe ich aufgenommen, heute. Jetzt schon das zweite Mal heute. Also, da soll keiner sagen, ich habe nicht genug Folgen im Voraus. Ich muss bloß gucken, dass ich alle geschnitten kriege. Und die Kraftspinne sieht dann ganz schön geil aus. So, jetzt nochmal. So, wir speichern hier mal. Geronimo! Aua. So, Quest. Ne, nicht Igni. Alter, das war knapp. Darauf erstmal eine Schwalbe. Das ist schon hart. So, Sheila. Sheila ist ja tot. Frag mich, ob die überlebt hätte, wenn ich gesagt hätte, wir gehen. Ja, ich habe ja nicht gesagt, wir gehen, ich habe gesagt, ich mache das. Ah, okay. Vielleicht mal googeln, ob sie überleben kann oder wenn ich nochmal spiele. Es kommt auch noch ein Golem. Was läuft denn hier noch rum? Konstruktöl. Keine Gnade. Oh, den ziehe ich aber viel weniger ab als. Die ich auch einfach bloß auf die Spinne eingekloppt habe diesmal. So wie auf ihn jetzt. Yeah. Das ist der geile Sound. Bitch. Oh, er ist schon tot. Er will nicht mehr mit mir spielen. Cool, was ist hier? Wie oft habe ich das Schwert jetzt schon gefunden? Ach, das ist ein anderes. Moment mal. Ich hab noch das Verbesserte, ich hab noch gar nicht das Überlegene. Ja denn? Das ist nicht gesockelt. Ich will eigentlich ein Silberschwert haben, was ich sockeln kann. So wie das. Die Handschuhe sind auch noch besser als unsere. Und das sind schon Überlegene? Was habe ich hier drauf? Verbrennen und vergiften. Chance auf Bluten. Super. Chance auf Verbrennen. Rüstungsdurchbohrung. Chance auf Einfrieren. Chance auf Vergiften. Chance auf Taumeln. So, jetzt muss ich mal was gucken. Handwerk. Ach, wir können ja jetzt auch die Bärenarmbrust benutzen. Scheiße. Nee. Ab 34! Wir müssen zu einem Schmied. Das heißt, wir müssen zurück nach Velen zum Waffenschmied. Scheiße. Wieso sind die Meisterschmiede in Velen? Selbst den Bärenrüstungsschmied haben wir in Velen. Können wir gleich alle Rüstung fertig machen. Naja. Hey. Und jetzt? Muss ich denn alles für dich machen? Siehst du den Wächter, der auf Bezahlung zu warten scheint? Hab gerade kein Kleingeld. Er will Blut, keine Münzen. Das ist Fjallan aus der Elfenlegende. Liest du eigentlich gar nichts?
Bitte sehr. Wieso auch nicht gezögert hat, sich in die Hand zu schneiden. Der Kaiser muss Yennefer ja unwiderstehlich finden. Ihn dazu zu kriegen, dass er die Sicherheit der Loge garantiert? Was hältst du davon? Was ich davon halte, das ist offensichtlich eine Suggestivfrage. Kein Geralt, ich bin müde, setzen wir uns und plaudern zur Einstimmung? Legst du so viel Wert auf das Vorspiel? Du solltest mit Yennefer reden. Da ist eindeutig was nicht geklärt zwischen euch. Yennefer ist schon immer eigene Wege gegangen. Ich bin ganz gerührt, dass sie sich diesmal für die Belange der Loge interessiert. Du traust dir nicht. Dann geh, sobald die Jagd besiegt ist, und such dir anderswo eine Zuflucht. Redanien hat ein Angebot, wie ich höre. Da würde ich eher meinen Kopf ins stachelige Maul eines Zeugels stecken. Danke, aber ich habe andere Pläne. Du wirst mit dem Kaiser arbeiten. Findest du das nicht spannend? Nein. Ich meine, doch, natürlich. Bisher hat die Loge sich oft auf schwache Herrscher verlassen. Das war unser größter Fehler. Hm. Dich beeindruckt also, wie Emir seine Magier an der kurzen Leine hält? Wie klug von Yennefer, dich aus der Politik rauszuhalten. Du würdest wohl nicht mal merken, woher der Wind weht, wenn du frontal reinpissen würdest. Und da haben wir wieder das Facebook-Geräusch im Hintergrund. Es kam die letzten Stunden nicht, natürlich erst, wenn ich aufnehme. Diese Abmachung mit Emhir, die ist Sache der Zauberin. Frag wen anders aus. Sie hat dir also nichts gesagt. Was ist mit persönlichen Plänen? Hat sie irgendwas erwähnt? Eine mögliche Beraterposition? Neben einer jungen, vielversprechenden Kaiserin? Bleib von Ciri weg. Sie ist erwachsen, Geralt. Das vergisst du ständig. Sie kann selbst entscheiden. Also dann. Weiter? Wieso leuchten eigentlich ihre Augen? Meinst du nicht, du solltest langsam aufhören, dich in Ciris Leben einzumischen? Nein. Aber dir ist schon klar, dass wir nicht irgendein Wolfsrudel sind, das du ihr mit dem Schwert vom Hals halten kannst? Und ob ihr das seid. Und natürlich kann ich das, wenn's sein muss. Echt? Ach, wir müssen hier sogar lang? Ja, denn, warte, liebe Philippa. Ich möchte mich hier auch noch umgucken. Die Enella haben doch bestimmt hier irgendwas vergessen. Erscheinung. LOL! Erscheinungen, das heißt Geisteröl. So viel Öl, wie wir hier wechseln, also. Zack, 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 zack. Trank der Linder? Konnte nicht lesen, was für ein Trank. Trank der Tirnalia. Hm, keine Ahnung, was das ist. Aber hier ist eine Kiste. Es lohnt sich. Schema Wächterstiefel. Wie verschlossen. Gibt's den Schlüssel? Ich brauche den Schlüssel. Das ist uncool. Ich will die Kiste aufmachen. Vielleicht den Schlüssel von vorn aufheben müssen? Naja. Gut, ich werde jetzt nicht hier stundenlang nach einem Schlüssel suchen. Ich werde mich mal wieder zu Philippa begeben und über den Kopf springen. Warte, hier ist etwas. Fühlst du es? Nein, mein Medaillon. Lächerlicher Schnickschnack, dass ich nicht lache. Die Einstimmung auf Elfenmagie ist etwas schwieriger, als ein übel riechendes Monster zu erschnüffeln. Siehe! Ahan Luma! Aha. Dann ist der Sonnenstein hier. Steh nicht rum und guck doof. Versuch lieber, die Spiegel zu bewegen. Ach so. Ein Spiegelsystem. Ein Skelett. Mit ein paar Ohren. Florian.
Versuch lieber die Spiegel zu bewegen. Ich mag Philippa immer noch nicht. Also da hinten komme ich nicht hoch. Halt dich fest, Geralt. Oh, scheiß Geister. Nervst, geh sterben. Ach nee, du bist ja schon tot. Hahaha, da war wieder der lustige Witz. Wie überlastet. Wir kriegen auch mittlerweile für jedes Schwert so viel Geld. Guckt euch das mal an. Das sind gewöhnliche Billo-Schwerter. Dafür krieg ich 400 Münzen. Dafür krieg ich bloß 27. Weg. Alles klar, wir müssen unbedingt zu einem Schmied nach der Mission. Ja, wie ist denn korrekt? Das jetzt korrekt? Komme ich nicht rauf. Von hier nicht. Ich merke schon. Ein bisschen weiter denken. Na, Geister, wo bleibt ihr? Zack. In. Deine. Scheiß. Drecks. Geister. Fresse. Lutsche. Kiste. Der Bezwinger. Stimmt ja. Oh, 1000. So. Ich hab's. Aha, du hast es. Bist du blöd? Ich hab gedreht. Nicht du. Wieso ist sie schon da? Endlich. Her damit. Und dann nichts wie weg hier. Nicht so schnell. Wir müssen noch was besprechen. Lass mich raten, du musst weg. Jetzt wirst du mir erzählen, warum du den Sonnenstein viel dringender brauchst als wir. Und dann verwandelst du dich in eine Eule und zisch! Keine Ahnung, wo du diese lächerlichen Ideen hernimmst. Ciris Sicherheit ist mir jetzt am wichtigsten. Aber ich will mit dir über die Zukunft reden. Meine Zukunft. Ich hasse die Alte. Ganz ehrlich. Nilfgaard wird dir gefallen, zweifellos. Ich empfehle die frische Gebirgsluft von Nazair. Und Yennefer meint, du hättest keinen Sinn für Humor. Jetzt hör gut zu. Sobald wir die Jagd besiegt haben und Ciri in Sicherheit ist, wird Yennefers kometenhafter Aufstieg am kaiserlichen Hof ein jähes Ende finden. Was mir wunderbar in den Kram passt. Ich bin an einer Wiederbelebung der Loge nicht interessiert, wenn ich nicht die entscheidende Stimme habe. Und das erzählst du mir, weil? Wenn ich irgendwas weiß,
Dann, dass du mit Ciri aus der Hintertür schlüpfen und in die Wildnis verschwinden willst, sobald wir die wilde Jagd besiegt haben. Stimmt's? Sehr romantisch. Aber vielleicht solltest du nicht dem Mädchen das Leben zerstören, sondern Yennefer mitnehmen und gehen. Triss könnte was dagegen haben. Ah, richtig. Dann gib Yennefer doch einen freundlichen Rat, ja? Auf dich wird sie hören. Du willst Jens Platz an Emirs Seite einnehmen. Und an Ciris. Du wirst wohl verstehen, dass das unvermeidlich ist. Und ich zöge es vor, wenn Yennefer so weit weg wie möglich wäre, wenn das geschieht. Es wäre teuer, wenn sie im kaiserlichen Verlies schmachtet. Und es würde einen falschen Eindruck machen. Noch mehr weise Worte? Oder können wir gehen? Du kannst gehen. Ich weiß, dass du zu tun hast. Ich werde schon allein zurückfinden. Blöde Zicke. Ich muss aber lachen, dass nicht alles bereit ist. Jo, ich reise jetzt erstmal nach Velen zurück, Leute, Junge. Und verbessern wir mal meine Rüstungen. Geld ausgegeben. Komm schon. Fluide Däune, komm her. Seid ihr Fluide Däune? Friss das. Mal gucken, wo ich jetzt rauskomme hier. Ja, anscheinend ziemlich tief unter der Erde. So, jetzt hier hoch und dann darüber und darüber und darüber und da hoch und boah, habt ihr den geilen Sprung gesehen? Du musst da lang. Lutsche! Ah, Lutsche, stirb! Scheiß Geister. Lärme! Cool, Feuer macht den Geist Schaden. Eine Truhe. Die finde ich sexuell. Eine Truhe. Oh, überlegene Rente. Wo ist der denn jetzt? Ah, mehr Schwerter. Schwert eines Kriegers der wilden Jagd? Hau weg den Dreck. 50 Ausdauer, 80 Ausdauer. Hau weg den Dreck. So, zurück. Alter, er kocht das... Ich wollte gerade sagen, das Blut von denen kocht. Wieso bluten die überhaupt? Das sind Geister. Wollt ihr mich verarschen? Geister können nicht bluten, oder? Oder doch? Ich hab noch nie einen blutenden Geist gesehen. Alter, sind wir jetzt auch bald mal raus hier? Ich reiß dir deinen Scheiß. Wie geht mein Schwert kaputt, wenn ich durch einen Geist schneide? Freiheit! Wie Monsterlage. Egal. Ich bin frei. Bin irgendwo im Gebirge. Kein Schnellreisepunkt weit und breit. Komm, Platzi, Platzi, Platzi. Du,
Oh, ein neuer Schnellreisepunkt. Da laufen wir doch sogar übers Dach. Die Enkreide. Hä? Wieso kann ich nach Novigrad? Der König mir da der wilden Jagd Mission angezeigt. Einem riesigen Langschiff namens Nagelfar zwischen den Welten. Auf Geheiß von Geels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Ja, haben wir vorhin schon gehört. Und genug geladen. Ich will spielen. Spielen, spielen, spielen. Zum Brauen von Tränken benötigst du Kräuter. Ach. Lass aber noch wissen, dass alles bereit Ehre und Heimatland. Ja, ich muss mich auch vorbereiten. Endlich wird es hier Ordnung geben. Ja. Schon gut. Scheiße. Hallo, wie das tot. Mich ganz nervös. Hallo, meine Hübsche. Hallo, meine Hübsche. Wusste ich, dass er in der Richtung ist. Haben wir hier genug Aufgaben für ihn erledigt am Hafen. Pappärschiger Köter! Siehst käsig aus. Hast du verdorbene Schafsfüße gegessen? Verdorbene Monsterleber. Hey, hi, hi. Grüß dich, Ape-Herr. Grüß dich, Geralt. Oder Ape-Herr. Würdest ein kleiner Meisterschmied. Ein kleiner Meisterschmied muss mir jetzt Schwerter schmieden. Gute Schwerter. Nämlich das hier. Und dann brauche ich ein... das hier. So, und das Silberschwert dazu? Albedo. Wieso fehlt mir Albedo? Hast du Albedo? Vierte Karte. Wo kriege ich denn jetzt Albedo her? Soll ich mal gucken, ob ich das herstellen kann. Oh, der Händler ist pleite. Toll gemacht. Komm schon, alles reparieren. Jetzt hast du wieder Geld. Er hat nicht mehr genügend Geld. Ja, wo kriege ich denn jetzt Albedo her? Kann ich Albedo herstellen? Hat er Zutat? Scheiße. Das ärgert mich jetzt. Bis dann. Ja, ja, so. Albedo! Grüß dich, Ape. Grüß dich, Geralt. Würdest du... anfertigen. Los hier, hopp hopp. Einmal das überlegen. Ist ja nicht gefährlich, das. Was ist das? Rebus. Und die Meritiumbarren. Das macht Stoff. Alter, hast du nicht mal die Meritiumbarren?
das ist jetzt richtig, richtig mies. Aber die Meritiumbarren kann ich herstellen. Glühende Erzbarren. Sowas? Hat er nicht? Alter, wie assi ist das denn? Achso, er hat wieder Geld. Ja, das war schon, wa? Ah, scheiße. Bis dann. Alchemie. Jetzt kriege ich kein meisterliches Silberschwert mehr zusammen. Das ist doch scheiße. Aus Mutter gehen. Rebes. Weiße Möwe und Mutterkornsamen. Oh, was fehlt mir da? Warum nicht? Nicht dein Ernst, Alter. Aber naja, was wirst du machen? Das ewige Feuer wird uns leiden. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal unsere kompletten Rüstungen abholen und anfertigen beim Schmied. Und uns mal alle fertigen Rüstungen angucken. Und dann hoffentlich die beste davon auswählen. Ich meine, von der Wolfsrüstung haben wir ja nicht das letzte. Da fehlt uns ja noch das, was in Novigrad versteckt liegt. Ist ja nicht in Novigrad, ist ja in ganz Velen verteilt. Aber da habe ich jetzt echt keine Lust. Obwohl, könnte ich eigentlich, ne? Aber nö. Ich möchte jetzt endlich wissen, wie es mit Ciri ausgehen wird. Wie wir gegen Iridin kämpfen. Ich möchte wissen, wie stark Iridin stirbt. Also gut, gib mir die Münze. Ich meine, wir haben uns ja schon an Imlarit gerecht. Dafür, dass er Vesemir getötet hat. Aber Iridin ist ja der Drahtzieher in dem ganzen Spiel. Also muss er auch dran glauben. So, meine gute Freundin. Geralt, schön. Ich brauche eine Rüstung. Es geht. Aber vorher. Mach ich dich nackig. Oh, doch nicht. Sowas kaufen die? Hab ich hier eigentlich noch Plunder? Magische Berglocke von Yennefer? Es gibt. So. Ich habe nicht mal verbesserte Bärenhandschuhe. Was habe ich denn an? Leb wohl. Ich habe Überlegene schon an. Stimmt ja, ich habe ja schon die Überlegene Rüstung. Ich hole mal schnell das andere alles ab. Mann, dreht sich mir die Birne. Willst du ein... Auf Wiedersehen. Ach Quatsch, das war ja gar nicht hier, das war ja da drinnen. Mein Sohn. Ist hier eigentlich mittlerweile wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt? Sag euch, wo die Beute ist. Hier war ja Vergewaltigung und alles am Start. Aber es scheint sich ja beruhigt zu haben. So, Alter.
Greifenrüstung, Katzenrüstung, Wolfsrüstung. Oh, noch Sachen, die wir verkaufen können. Greifenstiefel, Katzenstiefel, Wolfsstiefel, ne, Gellederstiefel. Greifenhose, Katzenhose, Wolfshose, Handschuhe, Katzenhandschuhe, Wolfshandschuhe, Greifenhandschuhe. Ja, die Armbrüste sind beide gleich. Angriffskraft ist sogar die Katzenarmbrust besser, wa? Rüstungsdurchbohrung. Adrenalin. Nehmen wir die. So, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen und das können wir verkaufen. Das können wir verbessern. Bärensilberschwert? Das kann hier bleiben. Das auch. Greifenstahlschwert. Katzenschwert. Wolfsstahlschwert. So, was kann ich denn noch hier ablegen? Ein Greifenkopf. Gewicht, Typ Seltenheit. Interessant. Ja, tauschen wir mal. Ich kann das nicht tauschen, alles klar. So. Fix mal hin zu der guten Schwertdame. Rüstungsdame. Und dann müssen wir nochmal zum Schwertmann. Puh, wir haben einiges zu tun. Geralt. Ich hoffe auch, ich habe alle die Zutaten. So, das kann weg, das kann zu. So, erstmal meisterlich gefertigte Bärenhandschuhe. So, dann ich mache erstmal die Bärenrüstung fertig. Verbesserte Greifenhose. Meisterlich gefertigte Bärenhose. Dunkelstahlbarren. Zum Glück bin ich bei einem Händler. Da war gerade mein Headset wieder aus. Dann bringt mir bestimmt mehr Geld dafür. So, Dunkelstahl. Dunkeleisen. Dunkelstahlbarren. Kaufen wir alle. So, meisterlich gefertigte Bärenhose. Meisterlich gefertigte Bärenrüstung. Monsterpanzer. Gäbt es Drakonidenleder. Okay. Verbesserte Wolfsstiefel. Wie, die kann ich jetzt nicht mehr, weil mir gehärtetes Leder fehlt. Oh. So, was war das für das andere? Hier die Dinge. Ja, wo kriegt der Monsterpanzer her? Muss ich gleich mal gucken, was ist das? Kristallisierte Essenz. So, meisterlich gefertigte Bärenstiefel. So, jetzt gucken wir erstmal. Leb wohl. So, das ist jetzt die komplette meisterliche Bärenrüstung. Meisterlich gefertigtes Katzensilberschwert habe ich. Nice. Verbesserte Greifen, verbesserte Katzenrüstung. Überlegenes Bärensilberschwert. Besser. Wieso habe ich denn noch ein Bärensilberschwert?
meisterlich gefertigtes Bärenstahlschwert. Und Katzenarmbrust. So, verbessert. Normal, 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 normal. Verbessert, verbessert, verbessert. Habe ich denn überhaupt die Schemas dafür? Okay, bei der Wolfschule fehlen mir schon mal die verbesserten Teile. Das sind die, die uns fehlen. Die meisterlichen haben wir. Überlegene Greifenhandschuhe und so haben wir gar nicht. Habe ich schon hergestellt, oder? Nee. Finde Verbesserung des Silberschwerts. Das ist die erste Verbesserung. Okay. Oh. Muss ich jetzt nicht verstehen, aber anscheinend können wir keine überlegene Katzenrüstung herstellen. Und keine überlegene Greifenrüstung. Warum? Es ist doch bloß die verbesserte. Den Witz verstehe ich jetzt nicht. Es geht. So. Meisterliche Greifenhandschuhe. Wolfshandschuhe. Verbesserte Greifenhandschuhe. Wo sind denn die überlegenen Greifenhandschuhe? Habe ich kein Schema für. Und auch keine Mission für. Das heißt, uns fehlt etwas. Wir haben die letzten Missionsteile anscheinend nicht bekommen dafür. Wir haben auch keine meisterlich gefertigte Katzenhose hier. Nicht mal eine verbesserte Katzenhose. Hä? Kann ich herstellen. Ich kann sogar die überlegene Wolfsrüstung herstellen. Die meisterlich gefertigte Wolfsrüstung aber nicht. Die habe ich nicht. Okay, das heißt, wir haben noch Aufträge mit Katzen und Greifenrüstung. Die müssen wir bloß noch finden. Wow. Spiel. Jo, alles klar. Nächste Wand. Ich pack das jetzt weg. Das ist mir. Dann werden die halt nicht verbessert. Die Bärenrüstung ist sowieso besser. So, ganz einfach. Einen guten Fick. Kauft ihn eine Notte. Ich geh jetzt auch nichts mehr verkaufen. Ich gehe jetzt zurück nach Skellige. Ich bin jetzt eingeschnappt. Alles rein da. So. 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 Und so, 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 so. Weg mit dem Krabbspinnenkopf. Das weg und das weg. So. Muss ich mir aber nochmal das Schema angucken. Für das Silberschwert. Meisterlich gefertigtes Katzenbärenschwert. Rebus und die Meritium-Barren. Was brauche ich denn für Rebus? Weißen Möwe und Mutterkornsamen. An die Meritium kriegen wir vielleicht bei der Händlerin. Ah, ich muss da sowieso lang.
kriege ich denn Mutterkornsamen her? Gute Frau, ich brauche von dir nochmal. Geralt. Was verkaufst du? Handel. Die Meritiumbarren. Dunkelstahlbarren. Wer ist der Staub? Stahlbarren. Wieso habt ihr alle kein Dimeritium? Glühende Erzbarren. Kann ich das herstellen? Glühende Erzbarren. Wird aus. Was? Glühendes Erz. So, dann brauche ich nur noch Rebis, oder? Ja. Nur noch Rebis. Alles klar. Leb wohl. Dann machen wir uns auf den Weg, Rebis zu suchen. Und Mutterkorn brauche ich dafür, stimmt. Okay. Ja, aber diese Zutaten werden wir dann erst in der nächsten Folge suchen. Und dann sehen wir uns die vollständig fertige Wolfsrüstung an. Ja. Und wahrscheinlich werden wir die wilde Jagd herbeirufen in der nächsten Folge. Wir haben ja diesen Sonnenstein gefunden. Und Philippa ist eine blöde Kuh. Ah, immer diese Husten. Also ich kann die Alte echt nicht leiden, ja. Sowas Eingebildetes. Ekelhaftes zum Kotzen. Aber auf jeden Fall hatten wir in diesen Elfenbrüchen ein bisschen Spaß. Wir haben ein bisschen was von Philippas Plänen herausgefunden, dass sie anstatt Yennefer an Kaiser Andreas Seite herrschen will. Arbeiten will, sagen wir so. Gehe ich aber von aus, dass es nicht passieren wird. Naja. Wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Also ich glaube stark daran, dass wir in der nächsten Folge schon die wilde Jagd machen werden. Ja, dann kommt es wohl zum entscheidenden Endkampf. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Ja, bis dahin, haut rein.